Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es ein richtig cooles Dessert. Wir werden ein Crumble-Dessert im Glas machen. Das besteht aus drei Komponenten. Einmal unten die fruchtige Füllung, dann die Cremeschicht und obendrauf das Crumble. Die drei Komponenten werde ich jetzt nacheinander herstellen. Ich brauche folgende Zutaten. Fürs Crumble verwende ich 100 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker, 200 Gramm Mehl, Zimt und Salz. Für die Fruchtfüllung verwende ich ein bisschen Zitronensaft, zwei Äpfel, entsteinte Zwetschgen und auch ein bisschen Zucker. Und für die Creme verwende ich 250 Gramm Quark, 250 Gramm Frischkäse Light, etwas Vanilleextrakt, Zitronensaft und Kokosblütenzucker. Jetzt nehme ich erst die weiche Butter, die gebe ich jetzt in eine Rührschüssel. Und ihr braucht jetzt hier auch gar keine Küchenmaschine. Dann habe ich hier etwas Dinkelmehl. Ihr könnt auch normales Weizenmehl verwenden oder auch ein bisschen Vollkornmehl und halb-halb mischen zum Beispiel. Hier habe ich jetzt den Zucker. Da habe ich jetzt Kokosblütenzucker, aber auch hier geht normaler Zucker oder auch brauner Zucker. Und am besten schmeckt ihr einfach mal ab, wie süß es dann wird. Aber von der Menge her passt so ganz genau, denn die Fruchtfüllung, die wird ein bisschen säuerlicher und dafür werden die Crumble ein bisschen süßer. Dann etwas Salz und Zimt. Jetzt die Zutaten kurz miteinander verbinden. Erst so ein bisschen mit dem Löffel und dann gerne auch mit der Hand. Durch den Kokosblütenzucker haben die Streusel eine richtig tolle Farbe. Wenn die Streusel dann soweit sind, werden sie jetzt auf einem Blech verteilt. Können die Streusel schon im vorgeheizten Backofen gebacken werden und ich kümmere mich schon mal ums fruchtige Kompott. Die Zwetschgen habe ich jetzt schon entsteint. Wenn gerade keine Zwetschgensaison ist, dann könnt ihr natürlich auch einfach nur Äpfel nehmen oder Äpfel und Birnen. Aber es gibt zum Beispiel auch Zwetschgen aus dem Tiefkühlfach und die sind auch echt gut. Die sind meistens sogar schon direkt entsteint, dann spart ihr euch die Arbeit und ihr habt sie immer auf Vorrat. Und meine Mama, die macht sogar immer so, die hat Zwetschgen im Garten, die friert sie sich dann selber ein. Und dann hat sie halt auch immer Zwetschgen. So, der Apfel wird jetzt entkernt. Entweder nimmt dann Apfelentkerner oder eben vierteln und dann entkernen. Gibt beides. Aber mit dem Apfelentkerner entsteht halt immer so ein Durchguckloch. Sieht immer lustig aus. Ja, und dann den Apfel und die Zwetschgen einfach ein bisschen klein schneiden und mit Zitronensaft und Zucker vermischen. Und jetzt kann ich das Kompott ein bisschen einkochen. Ich lasse es jetzt aufkochen auf höchster Stufe, stelle den Herd dann runter auf mittlere Stufe und dann darf so 10 Minuten köcheln. Und wer möchte, kann jetzt hier noch Rosinen zufügen, ein bisschen Zwetschgenlikör oder auch andere Aromen wie eine Vanilleschote zum Beispiel. Aber ich gebe später die Vanille zur Creme dazu. Nach der Hälfte der Backzeit werden die Streusel gewendet, sodass sie auf beiden Seiten schön braun werden. Und wer möchte, kann 2 Minuten vor Ende der Backzeit noch gehackte Mandeln oder gestiftete Mandeln zufügen. Jetzt rühre ich schon mal die Creme zusammen. Ihr könnt jetzt hier auch eine Mascarpone-Sahnecreme machen oder wie ich so eine etwas leichtere Variante mit Quark und Light-Frischkäse. Und dafür gebe ich jetzt auch alle Zutaten einfach hier in die Rührschüssel. Dann wieder ein bisschen Kokosblütenzucker. Der schmeckt ein bisschen karamelliger und malziger und gibt den Gerichten immer eine schöne Farbe. Und gern noch ein bisschen Vanilleextrakt dazu. Richtig schön cremig. Und jetzt stelle ich die Creme noch in den Kühlschrank. Die Crumble sind auch gleich fertig und kommen aus dem Backofen. Und das Kompott werde ich jetzt auch zum Abkühlen beiseite stellen.
Die Zwetschgen-Apfelmasse habe ich bereits in Gläser eingefüllt und die ist jetzt wirklich gut durchgekühlt. Die Creme fülle ich jetzt noch in einen Spritzbeutel. So mache ich nicht so viel Sauerei beim Einfüllen. Und immer wenn ich das sage, mache ich immer extrem viel Sauerei. Eigentlich sollte ich mir das abgewöhnen, aber egal. Und bei mir sind jetzt 8 Gläser entstanden. 4 fülle ich jetzt gleich noch im Anschluss. Und jetzt einfach von der Creme so ein bisschen was draufgeben. Und auch gar nicht zu viel, damit es einfach nicht zu mächtig wird. Gerade mit den Mandeln ist das echt ein Hit. Die sind so schön knackig. Und schon ist das Dessert fertig. Richtig gut. Und im Prinzip könnt ihr die Komponenten alle richtig gut vorbereiten. Wenn ihr zum Beispiel sowieso gerne Kompott einkocht, könnt ihr euer selbstgemachtes Kompott verwenden. Die Crumble sind auch super schnell hergestellt. Und dann habt ihr in Windeseile ein richtig schönes, eigentlich so ein Triple, ne? Erst Kompott, dann die Creme, dann die Crumble. Jetzt einmal probieren. Und so Richtung Weihnachten könnt ihr das dann noch winterlich abwandeln mit Zimt und Nelken zum Beispiel. Richtig gut. Und vor allem durch den Quark und den Leitfrischkäse wirklich gar nicht schwer. Und nach dem Essen esse ich sowas echt mal gerne. Murat ist leider nicht da zum Probieren, aber ich suche jetzt gleich noch im Haus ein paar Handwerker. Ich glaube, da finde ich gleich noch welche, die das Dessert gerne probieren möchten. Falls ihr es mal probieren wollt, dann geht auf sallys-blog.de. Da steht nochmal das genaue Rezept. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Einfach Sally. Ich möchte einen Kuchen backen und dafür sind wir jetzt hier im Wald und sind auf der Suche nach Zutaten, die ich für den Kuchen verwenden kann. Das ist echt krass, kostet alles nichts. Sally zaubert eine Waldtorte aus Brennnesseln, Baumrinde und Bucheckern. Das hat mich schon verwundert, dass man da Mehl draus machen kann. Da schätzt man die Torte ein bisschen anders. Sie ist einfach wertvoller. Einfach Sally. Sonntag, 16 Uhr bei Vox.